Hallo, zu einem weiteren Abenteuer. Man sieht, dass die Karre ist gepackt. Es ist alles drin. Wir brauchen ja heute mal nicht so viel wie für den Challenge. Da war noch ein bisschen mehr dabei. Aber es geht zum vorletzten Abenteuer des Jahres. Vorvorletztes? Oh, wir haben noch einen. Ja, Entschuldigung, natürlich. Dann habe ich nichts gesagt. Wir sind auf dem Weg ins Allgäu. Und schwupp, 2 Stunden später haben wir es tatsächlich geschafft, in Ulm anzukommen. Wir hatten natürlich ewig Stau erstmal, aber es ist zum Glück noch nicht so heiß hier. Und die haben hier eine große Kirche, habe ich entdeckt. Lotta kannte die wohl schon. Lotta war auch schon mal hier. Das ist jetzt so die Hauptattraktion hier auf dem Weg ins Allgäu. Wir haben uns beim Metzger eingedeckt und gerade noch ein Eis gegessen und gucken jetzt mal, ob man in dieses Riesending auch reingucken kann, weil, wenn man schon mal hier ist, ne? Danach geht's weiter und wenn wir Glück haben, nur noch 1:20 bis nach, nicht nach Immenstadt, sondern wir müssen nach Sonthofen, genau. Und dann melden wir uns da direkt wieder. So, was sagen wir dazu? Scheiße sagen wir dazu. Nicht die besten Voraussetzungen heute. Wir hätten gestern fahren sollen. Siehst du schon was? Nee. Stau sehe ich, geht da vorne um die Kurve. Nee. Wahrscheinlich hätten wir keinen Stopp in Münster, in Ulm machen sollen. Ja. Und das ist jetzt noch nicht mal die Autobahn, auf die wir wollen. Wahrscheinlich staut sich hier, weil es auf der Autobahn sich staut. Guck mal hier. Geil. Ja, aber nicht nachlassen, bis wir da sind. Ja, bis wir über den Huppel sind. Und dann geht es direkt wieder runter. Ja. Das ist schon krass. Du filmst mein Aussteigen. Dünner Po. Weißt du, wir das unkaputt brauchen? Ah, eine Führung durch die Wohnung, dann muss ich nur das B hier draußen stehen lassen. Ja, lass das mal stehen. So, das ist unsere Ferienwohnung. Also, das Bad, natürlich das Allerwichtigste. Ja, ganz wichtig. Hier einmal Aussicht. Es soll hier einen Balkon geben. Das reicht so, glaube ich, schon. Passt, oder? Ja. Aber wir können auch nochmal auf den Balkon raus. Geh einmal, also hier einmal die Küche. Das ist die Küche. Das ist der Lieblingsplatz hier, das wissen wir zwar noch nicht genau, aber es steht hier oben. Dann haben wir hier die Essgelegenheit, das Schlafzimmer, hier auch sehr schön. Und dann... Und jetzt, man horche, da sind nämlich, glaube ich, Kühe. Ich tippe eher auf Schafe, aber davon abgesehen ist die Aussicht ein Traum. So, und wir packen jetzt mal unseren Einkauf aus und machen uns was zu essen und dann setzen wir uns hier auf den Balkon und lassen es uns gut gehen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genießen die Abendsonne, würde ich oh, sagen. Oh ja, weil wir haben genau den Sonnenuntergang hier. Schönen guten Morgen. Moin moin. Wir haben ausgeschlafen und machen uns jetzt auf den Weg, wollten uns erst noch schnell die Strecke angucken, das machen wir aber mit dem Auto, weil die Fahrräder holen wir da nicht raus. Und dann geht's ab aufs Messegelände. Sachen abholen und vielleicht gehen wir noch ein bisschen baden und dann ist auch noch Nudelparty. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube auch, wenn man da erstmal mal ein paar Leute trifft, dann vergeht die Zeit ganz schnell und wir müssen aufpassen, dass wir rechtzeitig wieder zu Hause sind, um uns dann noch ein bisschen auszuruhen. Aber jetzt erstmal Action. Das sieht doch echt mal wieder ganz nett aus hier, oder? Ich glaube, nach der Steigung, die da vorhin kam, bist du froh, wenn du hier mal einfach so fahren kannst. Ja, wenn du mal laufen lassen kannst, ne? Ja, weil das ist echt angenehm. Hier sind nur so ein paar Hubbel drin. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Wir sind jetzt irgendwo zwischen Kilometer 25 und Kilometer 30. Aber wenn die nächsten 15 Kilometer so einigermaßen angenehm sind, da habe ich kein Problem mit. Also ich erinnere mich, dass es letztes Jahr dann auf der zweiten Hälfte nicht mehr so anstrengend war und es gab zum Schluss eine richtig krasse Abfahrt. Ja, das ist die, von der aus man dann den See sieht. Ja, ja, genau. Ah, jetzt kommt der See. Ah, ja. Der Alpsee. Nice. Wow. Das Schlimme ist ja, es gibt hier so viele Stellen an dieser Radstrecke, wo ich denke, oh, Alter, da kann man doch jetzt mal stehen bleiben. Da kann man doch jetzt einfach mal gucken. Hier muss man doch mal anhalten. Ja, das wäre eigentlich ganz nett.
Wir haben jetzt tatsächlich hier einen Parkplatz gefunden, direkt an der Wechselzone. Das heißt, wir können nachher die Fahrräder hier gut einchecken. Und möglicherweise ist das auch ein guter Parkplatz für morgen. Ja, wir gucken jetzt mal die Wechselzone kurz einmal an und dann laufen wir runter an den See, kaufen mir eine Badehose und gehen schwimmen. Da kommt jemand mit dem Auto. Und dann schauen wir mal, wer da noch so alles da ist. Es gab so ein QR-Code in der App. In irgendeiner Mail, ja. Dankeschön. Bitte. Hi, kann man bei euch? Servus. Alles klar, dann vielen Dank. Dankeschön. Du hast jetzt das Jersey, dieses Trikot, ne? Ja, genau. Komm mal gleich rein, oder? Also ich finde das ziemlich cool. Ja. Das reicht einfach nur das Bändchen, oder? Ja, okay, danke. Auch mein Bändchen oder irgendwas? Nee, Getränke mal. Ach so, wo sind sie denn drin? In dem Umschlag, alles klar. Aloha! Aloha! Super Leute, schaut mal da oben hin. Der super Ausdauerwettkampf aus Hawaii, USA. 40 Jahre Allgäu Triathlon. Danke Peter. Und danke Geimann. Guck mal hier mit Schiff im Hintergrund. Das gibt mal so ein bisschen ein etwas anderes Video, weil wir uns tatsächlich noch ein bisschen in den See geschmissen haben zum Abkühlen. Und das Panorama ist hier auch jetzt schon echt toll. Ja. Ne? Also ich glaube, jetzt habe ich Bock auf morgen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich auch Bock auf morgen. Jetzt müssen wir noch das Fahrrad einchecken, dreimal hier vom Steg springen und dann wäre das schön. Dann sind wir bereit. Raus aus dem See und ab in die Wechselzone, beziehungsweise ab ins Auto. Die Fahrräder rausnehmen, zusammenbauen, Startnummer drauf und alles ran. Dann Platz suchen und dann geht's nach Hause. Lotte hat schon gesagt, sie will noch ein Eis. Ich will noch einen Schoko-Nachtisch. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das zusammenkriegen. Aber irgendwie wird es schon klappen. So, inzwischen sind die Räder jetzt hier aus dem Auto. Weil anders ist das sowieso nicht möglich. Aber da sieht man sie halt nicht. Ja, ist irgendwie ein bisschen für den Arsch. Ja. Und wenn ich sie so ranmache, dann... Es ist nicht aerodynamisch. Nee. Aber ich glaube, morgen ist sowieso nichts aerodynamisch. Dann wird er sich wieder bloß die ganze Zeit aufregen. Ja. Gut, dass er nicht da ist. Mach's aber jetzt so fest, wenn sie vorne meckern, dann sollen sie mir eine Schere geben. Und zwei neue Kabelbinder. Das wäre nett. Hallo! Alles gut? Wunderbar, dann vielen Dank fürs Helfen, schönes Wochenende. Dankeschön! So, ich bin jetzt bei Lotta und Lotta hat auch ihren Platz gefunden. Kleine Diskussion noch, ob wir unser Werkzeug hier lassen oder nicht. Ich packe meins auch noch in die Box rein und dann können wir eigentlich nach Hause. Wird auch echt Zeit, war es echt schon spät. Also für uns früh, aber eigentlich wollten wir viel früher zu Hause sein. Ja, das ist ja immer einmal so, ganz oder? Kurz, Leute, man kommt hier vom Schwimmen rein, oder? Ja, genau, da hinten kommt man rein
Da müssen wir relativ weit noch durch die Wechselzone. Ah ja, und dann ist hier Olymp, Sprinttor, Klassiktor, da muss ich hier hinten da oben raus. Ja. Alles klar. Aber jetzt gerade, wo wir auf dem Fahrrad saßen und es gesurrt hat, da dachte ich, oh, jetzt habe ich Bock. Also ich freue mich auf morgen, jetzt freue ich mich. Ja, ich brauche erstmal noch was zu trinken, zu essen, Beine hochlegen, wie immer. So. Das machen wir jetzt. Das Übliche. Komm. Schönen guten Morgen. Es ist kurz nach 5:30 und wir sind beide schon geduscht. Kaffee ist schon gemacht, die Getränke sind schon gemischt und eigentlich, man sieht es hier hinten, ist das ganze Theater auch schon gepackt. Jetzt trinke ich noch meinen Kaffee und dann geht's noch Zähne putzen und dann geht's wahrscheinlich los. So, los geht die Wanderung. Fast pünktlich, aber wahrscheinlich nicht die ersten. Jetzt ist alles zu starten, nur mal fertig. Moin, moin. Hey, morgen. Startest du heute auch? Ne, ich mach. das sieht so aus, als. Mit den vielen Rädern hinten dran, die sind nur vielleicht nicht ganz passend für den Wettkampf, ne? Wir waren ein bisschen mit der Family noch im Urlaub. Ah, okay. Ich mach Sprecher jetzt gleich. Ist der Hardy nicht da heute? Doch, auch. Auch, oh, okay. Sehr schön. Ah, du bist im Ziel, habe ich gehört gestern. Ja, auch. Genau, ich gehe jetzt in die Wechselzone. Hardy macht Start. Ja. Und im Ziel sind wir beide so abwechselnd dann. Cool. Also auf jeden Fall viel Spaß euch. Ja, danke, ja, gleichfalls. Bis später. Ciao. Deine Brille hast du. Habe ich. Autoschlüssel. Habe ich. Genau, Schlüssel kannst du mir dann nachher noch geben? Ja, genau. Ja, super. Aber sonst haben wir alles. Okay. Perfekt. Vielen Dank fürs Helfen. Morgen. Dankeschön. Boah, das ist ein Betrieb heute Morgen. Ah ja, klar. Hey, gut, dass wir so früh da waren. Jetzt ist 6:10 Uhr und wir sind schon aus dem Auto raus. Wie fühlst du dich? Ja, naja, das geht. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich geht die Sonne gleich auf. Ich finde es echt noch frisch, ne? Also man merkt es schon, dass es hier nachts abkühlt. Aber das ist ja auch gut für den Neo und so. Ja, definitiv und überhaupt. Also wenn es den ganzen Tag so heiß ist, wie es gestern tagsüber war, dann stirbst du ja schon beim Radfahren. Aber man muss sich einfach einreden, es ist toll, es macht Spaß, ja, es ist ich habe ja hierfür toll. Bezahlt. Es ist ja auch toll und es macht ja auch Spaß. Gerade ist mir wichtig, dass mein ISO nicht ausläuft. Ja, alles klar, dann hören wir jetzt mal auf und checken ein und gucken mal nach unseren Fahrrädern. Und dann können wir uns immer noch wieder melden. Morgen. Morgen. Vielen Dank fürs Helfen. Den Athleten hinterher. Ja. So, bevor hier auch meine Sonnenbrille sollte ich auch noch hier lassen. Bevor es hier gleich richtig laut wird, weil die Musik angeht, erzähle ich gleich noch ein bisschen was. So, also ich glaube, ich habe jetzt hier alles am Rad. Das alles irgendwie sinnvoll in die Box zu bekommen, ist gar nicht so einfach. So, jetzt müsste ich alles haben. Ein bisschen Routine habe ich ja natürlich schon von den letzten Wettkämpfen, wie das immer so ist. Ich werde wahrscheinlich einfach meine Stulpen zum Laufen nicht anziehen, hat sie aber trotzdem hingelegt und Getränke sind gerichtet und Handtuch habe ich diesmal nicht vergessen. Also dürfte es doch gar nicht schief gehen. Und es darf nur der Helm am Rad bleiben, ist mal wieder sehr umständlich. Man muss alles bedenken. Es wurden schon Leute ausgerufen, wo wahrscheinlich mehr am Rad ist, als da sein darf. Und wenn ich mich so umgucke, passiert das heute auch noch ein paar Mal. Ich hoffe, ich habe alles. Ansonsten ist es halt so, Getränke sind dran, kleiner Gang ist drauf, Tricksystem ist aufgefüllt und ja, dann kann es demnächst auch losgehen. Der sieht ein bisschen dreckig aus. Ja, es ist halt der Boden hier. Ah, okay, danke. Steig auf den Stuhl, kann ich den mal empfehlen. Ja, klar. Und dann falle ich vom Stuhl. Dann hat sich das erledigt heute. Also, wie man sieht, der Schorsch hat den Einteiler an. Den habe ich auch an. Ja. Und den Neo. Weil wir Neo tragen dürfen, die anderen dürfen es nicht. Ich bin so neidisch und im Gedanken daran, dass ich ohne Neo schwimmen muss, ist mir jetzt schon kalt. Ja. Aber ich glaube, der Rest des Tages wird uns so warm sein, dass es dann schon irgendwie sich wieder ausgleicht. Genau, also irgendwie innerhalb von einem Tag hat sich das Wasser wohl um 2 Grad erwärmt. Ja. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber es ist passiert. Naja, aber wir sind ja alles keine Weicheier, keine Warmduscher. Blablabla, mir ist trotzdem kalt. Wir werden es überleben. Müssen wir. Ladies, seid ihr bereit?
Männer, nehmt euch ein Beispiel. So hört sich Begeisterung an. Hier Wasser. Startschuss zum Allgäu-Triathlon 2023. Allgäu-Classic, die Damen machen den Anfang. Wir wünschen euch viel Erfolg. Die erste Hälfte nur gegen die Sonne geguckt, halb blind geworden. Oh, und Scheiße. Dann nur Füßen hinterher geschwommen. Du bist auch ein bisschen rot. Ja, aber das ist echt, ey, ich habe so wenig gesehen da. Wahrscheinlich bin ich viel zu viel geschwommen. Oh wei. Aber ist egal. Eingeschwommen bist du. Eingeschwommen. Warm solltest du sein. Ja. Und ich gucke extra eine Blaskapelle. Ja, das ist sehr nett. Nee, gerade wird mir wieder kalt. Aber ich mache jetzt. Dir wird wieder warm auf dem Berg, ja, spätestens am Kalvarienberg. Das glaube ich auch. Kriegst du hin. Super. Viel, viel Spaß nachher. Ja, danke. Bitte los, wo gehst du? Wo gehst du? Ja, ja, die Barsche mit Hansasi. Also gut, der Schorsch müsste auf dem Rad sein. Ich habe ihn jetzt nicht mehr noch getroffen nach der Wechselzone, aber ich denke, er war einfach schneller. Umso besser. Ich habe jetzt hier noch ungefähr eine gute Stunde, bis ich starte. Das heißt, noch einmal Pipi-Box und so weiter. Neo anziehen muss ich ja nicht. Aber ja, einfach mal den richtigen Groove finden und gucken, wie ich das mache hier mit meinen zwei Wechselbeuteln. Ob ich die wirklich irgendwie vereinen kann. Weil sonst wird es ein bisschen eng. Aber das passt. Also ich bin gespannt und hoffe, dass der See nicht so kalt ist. Ach so, und eine Banane gibt es natürlich vorab auch noch, denn ich habe jetzt wahrscheinlich in den letzten zwei Stunden schon das Tagessoll meiner Schritte erfüllt und ein bisschen was verbrannt. So, die Beutel hängen gleich und ich begebe mich dann mal an den Schwimmstart. Es ist schon ziemlich heiß, also ich glaube, Wassertemperatur wird kein Problem sein. Magenflau wie immer, ja, so ist es halt. Ich glaube, ich versuche heute einfach mal nur Spaß zu haben. So, selber Ort, 3 Stunden später, etwas ungewöhnlich, ich weiß. Ja, ich habe es ins Ziel geschafft und ich bin echt stolz. Zeiten kann man später auswerten, aber puh, das war mega hart, vor allem die Hitze. Also beim Laufen, das war das Schlimmste. Radfahren war nicht so das Problem, oder? War beim Laufen, ich hätte einfach permanent auf jeden Kilometer irgendwie Wasser gebrauchen können. Nicht zum Trinken, sondern einfach zum Abkühlen. Das war so brutal. Das war schlimmer als letztes Jahr, definitiv. Und ich hoffe, dass der Schorsch jetzt irgendwie noch durchkommt. Ich habe ein paar Infos von Leuten unterwegs bekommen. Also eigentlich von Daniel. Der hat mir gesagt, wo er ist ungefähr. Und ja, ich erwarte ihn jetzt einfach mal so vielleicht in 20 Minuten. Dementsprechend gehe ich, glaube ich, gleich lieber zurück zum Ziel. Vielleicht schaffe ich es noch aufs Klo, aber ich glaube, die Schlange ist zu lang und achso, ja, das Wichtigste. Hier ist die Medaille. Josh! Josh! Ja! Komm, hier ist ein Ziel! Bis zum Ziel! Wow! Jörg und Lisa! Gratulation! Oh, leck mich am Arsch. Oh Mann, das war so hart, oder? Oh Gott, ey. Wir gratulieren Nicole, Joachim. Hol dir Wasser, wenn du willst. Einmal richtig rumhängen. So, und jetzt das Siegerlächeln. Gleich ein Foto machen. So, bei jeder von uns nur ein Essen bekommt, haben wir uns einmal Käsespätzle und einmal Kaisersmann geholt. Und jetzt gibt's Nachtisch zu den Spätzle. So, ich war noch mal Nachschlag holen und zwar von der Obstplatte. Das sieht extrem gut aus. Ich glaube, es ist auch super frisch. Und das gibt's jetzt noch vor dem Kaisersmann, weil die was Frisches brauchen. Und eine Zirkler Berglinde.
So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Dusche. Wir haben einen Zwischenstopp gemacht am See. Der Alex von In Silence hat uns den Tipp gegeben, dass sich das sehr angenehm anfühlt. Und es war echt richtig gut, weil es wirkt bis jetzt nach mir, bis jetzt wirklich nicht warm. Wir holen danach dann die Fahrräder ab, basteln die wieder ins Auto rein. Und dann haben wir uns gerade entschieden, dass wir noch was Leckeres essen. Ja, und Podcast müssen wir noch machen, oder? Oh ja, genau, wir müssen auch noch einen Podcast aufnehmen. Aber das Wichtige ist, wir wollten was Leckeres essen. Wir müssen jetzt nur noch rausfinden, was das ist. Ja, also eigentlich, normalerweise bräuchte man ja viel mehr zu essen nach so einem Wettkampf, aber ich bin so voll. Ja. Gut, wir haben ja auch gerade gut gegessen. Also das ist halt schon der Vorteil. Eigentlich bin ich auch so satt, dass ich nicht weiß, was... aber wir werden schon was finden. Zur Not gibt es halt einfach nur ein Eis. Einen leckeren Bananasplit-Becher oder sowas. Ich glaube, dafür habe ich das nicht gemacht heute. Alles klar. Also wir diskutieren das aus, gehen duschen, holen das Fahrrad und dann sehen wir uns wieder. Herzlich willkommen auf der Weltcuphütte. Dafür haben wir uns nämlich heute Morgen noch entschieden. Wir haben gestern Abend kein Fazit mehr aufgenommen, weil wir ja eine Weile gebraucht haben, bis wir zu Hause waren. Wir waren noch Burger essen und dann haben wir auch noch den Podcast aufgenommen, der jetzt, wenn das Video online ist, auch schon länger zu hören ist und ihr den vielleicht auch schon gehört habt. Da haben wir ausführlich über den Wettkampf gesprochen und beide mal so ein bisschen erzählt, wie es so war. Am Morgen danach kann ich sagen, ich habe fürchterlich geschlafen. Ich glaube, ich habe meinem Körper gestern echt richtig was angetan. So schlimm war es ehrlich gesagt noch nie in der Nacht danach. Ja, und jetzt sitzen wir hier oben, trinken wir noch einen Kaffee und dann werden wir vielleicht noch Lindau uns anschauen. Und dann geht es auch schon nach Hause, obwohl wenn man hier so die Aussicht sich anguckt, dann möchte man eigentlich lieber hier bleiben. Podcast verlinken wir unten in der Videobeschreibung und natürlich wird es auch in Zukunft ein oder zwei Rennvideos bei uns geben. Also wenn dir das gefallen hat oder wenn wir auch ein paar Tippsvideos für dich haben, klick dich mal durch und dann lass ein Abo da. Und ja, gib dem Video vielleicht noch einen Daumen hoch. Das hilft uns und unserem Kanal sehr und freut uns natürlich auch riesig. Genau, das waren unsere 5 Cents zum Allgäu-Triathlon. Viel Spaß beim Training wünschen wir dir und natürlich auch noch viel Spaß und Erfolg bei den kommenden Wettkämpfen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht sieht man sich. Ansonsten im nächsten Video. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.